So, ja, willkommen zurück zu Level 10, wollte ich gerade sagen, zu Folge 10 von ja, Etherwheel Server. Ja, und das hier ist natürlich, ich meine, der Typ hatte definitiv schon länger gespielt, weil er hat einiges an Sachen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Nierenkatze schon vorher war oder ob er die selber aufgebaut hat, weil er sie irgendwo anders gefunden hat und die praktisch hier hin. Weil wir sind ja hier früher schon lang gegangen, ne? Das war ja, ist ja genau der Bereich, wo wir früher lang gelaufen sind, oder lang geschwommen sind. Und da kann ich mich an sowas nicht erinnern. Von daher schätze ich mal, er hat die irgendwo anders gefunden und hat die hier hingebaut. Das kann man ja machen. Man kann ja abbauen und die wieder irgendwo aufbauen. Ist ja kein Problem. Aber wie gesagt, der hat schon einiges geschafft hier. Er hat sogar 200 Mese. Ist aber nicht mal so weit, dass er hier schon eine Area angelegt hat. Vor allem, er hat Eisen, hat aber keine Locked Chests erstellt. Das ist echt ein bisschen seltsam. Ich meine, man sieht ja hier schon, der hat definitiv schon eine Weile gespielt, aber wie gesagt, von Protection und so hat der Junge oder die Dame irgendwie noch nie was gehört. Kann das sein? Oder dachte er, oh, Ronny Server ist so unbeliebt, den kennt sowas von keiner. Da kommt schon keiner und klaut mir Sachen. Wisst ihr was? Es tut mir irgendwo in der Seele weh, aber wenn wir. Nee, mach nicht. Nee, komm, 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 komm. Ist mir zu blöd. Nee, komm hier. Wisst ihr was? Lassen wir einfach mal alles. Ich nehme, wie gesagt, ein bisschen Eisen mit. Das heißt so zwei Eisen. Damit wir unsere Chest locken können. Und das war's dann auch. Aber ist schon echt interessant. Achso, holt. Haha, mein Boot. Mein Boot. Erstmal baut. Baut, 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 baut. Naja, okay, schon klar. Doink. Doink. So, dann schwimmen wir mal. Schiff gegen Blatt. Wer gewinnt, das Blatt. Na klar. Na. Neon Cat. Ich liebe dich. Ich will ein Kind von dir. Kind. Weil wüsste ich gerne für echt, wo er aktiv war. Ich meine, hier ist eine Schlucht. Hier war, glaube ich, auch noch mal irgendwo eine Schlucht. Wo war die? Genau hier war eine Schlucht. Ach ja, das sind doch Fackeln. Also hat er definitiv das hier als Einstieg, als Einstiegspunkt genutzt. Ja, hier geht's weiter runter. Nice. Können wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen Eisen finden, was er noch nicht abgebaut hat. Ich sagte Eisen. Ronny, bitte hör auf. Ich sagte Eisen. Eisen. Hallo Junge, geh weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Jetzt hör doch mal auf, bitte. Du musst damit aufhören. Du musst aufhören. Nein. Ach, leck mich doch. Ja. Eisen. Oh Gott, hier geht's ja tief runter. Nee, komm. Wir gehen lieber wieder raus. Vor allem haben wir unsere eigene Höhle schon und sind da ja auch verreckt. Und gut, die Höhle hier ist natürlich jetzt ausgeleuchtet, ist richtig. Aber wie gesagt, wir haben selber schon eine Höhle. Von daher, unser Boot ist jetzt wo genau? Da. Bah. So, in die Richtung müssen wir eigentlich weiterkommen. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dann müssten wir jetzt eigentlich nur geradeaus schwimmen und müssten dann quasi direkt auf meine Let's Play Fläche treffen. Ich habe mich mal doch ein bisschen am Ufer. Also hier war das Pilzbiom. Das hatten wir gesehen und sind dann weitergelaufen. Dann müsste da hinten irgendwo das Bananenbiom kommen. Ja, glaube ich schon. Komm, ich laufe einfach mal. Ich hoffe mal, dass das ist kein Treibsand. Ne, ist es nicht. Sehr schön. So, wenn ich jetzt gerade auslaufe, müsste ich aus Bananenbiom kommen. Genau. So, okay.
Und bei den Bananenbüchern weiß ich jetzt aber gar nicht mehr, in welche Richtung wir da gelaufen sind. Ob wir in die Richtung gelaufen sind oder in die Richtung gelaufen sind. Oh mein Gott, das wird eine Katastrophe. Das wird eine harte Katastrophe. Seht ihr, und das ist genau der Grund, warum ich oben ohne Location spiele, also ohne unsere aktuelle Position. Weil jetzt ist das so einigermaßen realistisch gehalten, dass ich halt gucken muss, wo wir langgelaufen sind und nicht einfach zu einem Zahlenwert hinlaufe. Da ist Wasser, so also sind wir nicht richtig gelaufen. Und damit praktisch ja ein bisschen spannender für mich persönlich selbst. Ich hoffe mal auch für euch irgendwo ist. Ich schätze mal die Richtung, wo das Wasser und wir sind definitiv nicht mehr über Wasser gelaufen. Ab dem Pilzbiom waren wir nur noch auf Festland unterwegs. Aber wir sind auch lieber Pilze, das kann doch auch nicht sein. Ach man, ich will ja raus. Waren wir doch in die Richtung unterwegs oder was jetzt? Oder wer oder wie oder was? Kann natürlich sein, dass wir in die Richtung unterwegs waren. Weil hier kommt jetzt noch das ganze Gräserzeug. Ab hier beginnt quasi der spaßige Teil des Lebens. Gut, gucken wir einfach mal. Dann müssen wir jetzt quasi auf unsere Let's Play kommen. Und wenn nicht, dann bin ich gefickt. Dann bin ich, ja, dann ist vorbei. Oh. Habe. Achso, ich muss eine kleine Höhle. Ah, gut, schade. Ich hoffe mal, das sind Kartoffeln. Ja, Kartoffeln. Kartoffeln sind immer sehr cool. Kartoffeln sind sehr nahrreich. Vor allem, wenn man die backt und dann mit dem Gurken kombiniert. Da hat man gleich mal eine Nahrungsbombe. Keine Ahnung, eine Nährwertbombe. Nett, dass ihr es wollt. Auf jeden Fall macht es Bumm. Und ja, irgendwas sagt mir, dass wir in der richtigen Gegend sind. Dass sie tatsächlich. Ja, die Zwiebel mache ich jetzt eigentlich für den Schnellverzehr. Solange bis wir unser Feld gebaut haben. Hier, davon gibt es ja extrem viele von den Zwiebeln. Die wachsen quasi wie Unkraut. Oh, noch ein paar Gurken. Oh Mann, Alter. Hoffentlich sind wir richtig. Kartoffel. Nochmal Kartoffeln. Yay. Und nochmal Kartoffeln. Die Kartoffelausbeute ist immer relativ niedrig. Ich glaube, ich verlaufe mich hier gerade, kann das sein? Jetzt kommt ein Berg. Ist jetzt über eine Berglinie gelaufen? Nennt das Mammutbereich. Ich gehe mal weiter in die Richtung. Aber dann sind Mammutbäume und wir. Ach du Kacke, wir waren bei einem Mammutbaumbereich. Was tue ich denn da? Boah, Alter. Klar, Ronny, lauf einfach weiter in der Hoffnung, dass du da rüberlaufen kannst. Ey, ist ja hier. Scheiße, ich komme nicht weiter. Danke dafür. Ich werde im Laufe des Let's Plays noch öfter sterben. Das weiß ich jetzt schon. Und jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Kacke. Da ist Mammutbiom. Oh Gott. Ich bin erledigt. Aber uns Mammutbiom? Ich weiß es gar nicht. Okay, wir wollten eh neu anfangen, ne? Von daher. Oh Gott, wir werden unser Heim nie wiederfinden. Kann ich die abbauen? Nein, dafür brauche ich eine Axt. Ich will sie aber abbauen, dann machen wir uns nämlich eine Kaktusrüstung. Die finde ich zwar kacke. Ah, ich hab die jetzt. Okay, ausreden. Yay, Wüstenerkunde. So, wir brauchen 32, nee, 24. Na doch, 32, wenn wir noch ein Schild bauen wollen.
Ich habe absolut keinen Plan, ob das hier eine gute Idee ist. Auf jeden Fall müsste ich ja, wenn ich weiter in die Richtung laufe, ganz willkürlich auf unser Feld drauf zulaufen. Außer ich bin echt irgendwo komplett falsch abgebogen. Weil, wie gesagt, ich wusste nicht mehr nach dem Pilzbiom, in welche Richtung wir da gelaufen sind. Ob wir einfach geradeaus gelaufen sind, nach links gelaufen sind. Und irgendwas sagt mir, dass wir hier komplett falsch sind. Okay. Gut, dann würde ich mal sorgen. Und jetzt fehlt noch. Genau doch, das hier. Ups, bitte da, danke. So, und da brauchen wir noch 6 Stück. Hier die 3. Und dann noch die 3. Dann haben wir es perfekt. Dann haben wir zumindest schon mal eine Rüstung aus, also überhaupt eine Rüstung. Vor allen Dingen, ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich schätze einfach mal, dass Kaktus eine heilende Funktion hat. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Oh, legen wir einfach mal an hier. Bam, 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 bam. Bam. Ne, wir heilen nicht. Also ist die Kaktusrüstung einfach nur genauso stark wie die Holzrüstung. Das ist natürlich eine Verschwendung. Hätten wir gleich Holz nehmen können. Wow. Ich hatte Hoffnung, aber gut, die wurde zerstört. Da. Dankeschön. So, da hinten ist. Wir sind hier definitiv falsch. Ey, wir sind hier definitiv sowas von falsch. Ah, komm, nee, wir gehen zurück. Ich weiß nicht, was soll das denn hier sein? Okay, hier war definitiv auch jemand. Lol. Gefällt mir. Baumhaus. Also, wir sind hier definitiv falsch. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen, aber hier müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Wir gehen also erstmal wieder zurück. Und versuchen dann bei dem Pilzbiom doch mal woanders abzubiegen. Aber es sah so richtig aus hier. Ja, wir werden sterben, wir werden sowas von hart sterben. Vor allem, wie sieht es aus, als wenn die bei Wasser wären nur noch? Und ich bin mir fast sicher, dass wir nach dem Pilzbiom nicht mehr über Wasser gelaufen sind. Ist doch hier alles falsch. Ist doch hier alles falsch. Vor allen Dingen waren wir doch gar nicht eben. Nach dem Pilzbiom kommen wir erstmal das Bananenbiom. Ich muss also erstmal gucken, ob wir irgendwo hinkommen, wo ganz viele Bananenbäume sind. Und das ist hier zum Beispiel nicht der Fall. Hier sind bloß ein paar Bananen. Okay, gut, dann suchen wir es also erstmal Bananenbiom und gehen dann von dort aus weiter. Da zum Beispiel sind Bananen. Aber hier ist auch erstmal Wasser. Und das Wasser wiederum schreckt mich ab. Jetzt weiß ich nicht mehr, von wo wir überhaupt kamen. Wir kamen von da hinten, oder? Oh mein Gott. Ich bin komplett durch. Das Let's Play nimmt ein schlimmes Ende.
Ich meine, ja, es gibt diesen Home-Befehl und wir haben auch einen Home-Point gesetzt damals bei der Let's Play, beim Let's Play-Bereich, aber ich habe irgendwie. Wollte ihn erstmal nicht einsetzen. Aber ich glaube, wenn es hier so weitergeht, dann werden wir doch benutzen müssen. So, okay, hier kommen jetzt ab und zu mal ein paar Bananen. Mit etwas mehr Glück ist dahinter gleich das Bananenbiom. Dann wissen wir zumindest schon mal, wo wir sind. Nee, ist ja alles falsch. Hier ist auch nur so ein Mixbiom, wo mehrere Sachen sind. Und wir waren danach definitiv in einem richtigen Bananenbiom. Mit richtig viel Bananenbäumen. Und dieses Biom vermisse ich hier irgendwie gerade. Davon ist hier nichts zu sehen. Ah, ist alles Pustekuchen hier. Wir werden hart sterben. Wir werden sowas von hart sterben. Oh mein Gott, das gibt's eine Katastrophe. Ach man, Alter, ey, das gibt's doch gar nicht hier. Nein, guck jetzt hoch, danke. So, hier ist ein Berg. Kann sein, dass ich jetzt auf der richtigen Fährte bin hier? Nee, der kommt schon wieder Dschungelbiom. Ey, das gibt's doch gar nicht. Da ist ein Kackstück. Das gibt's doch auch nicht. Oder sind wir durch den Dschungelbiom durchgelaufen? Kann das sein? Doch klar, darüber hatten wir uns auch noch unterhalten. Okay, ich muss auf dem Dschungelbiom drauf zu und durchquere es. Dieser Kackstifter, Alter. Warum bauen Leute mal Kackstifte? Vor allem aus Silver Sand, so wie das aussieht. Nee, das, hier ist Pilz. Das ist hier Pilzstamm. Okay, also ich durchquere mal den Dschungel und wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, dann könnten wir dann tatsächlich auf der richtigen Seite sein. Ja. Was machen die Leute hier? Soll das eine Kultstätte werden oder was? War das gerade Kakao? Ja, Kakao! Oh mein Gott! Aber unreifer. Das ist reifer Kakao. Nee, andersrum. Das ist ja extrem unreifer. Wir brauchen einen roten Kakao. Rot ist der reife. Ernsthaft? Ich habe die Orientierung verloren. Ich habe die Orientierung verloren. Oh mein Gott. Einmal zu viel gedreht und schon war meine Orientierung hin. Das wird ein Fest. Wenn ich jetzt zurücklaufen sollte, ne, dann schrei ich. Ja, wir laufen zurück. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Boah, ey. Da durch den Dschungel laufen ist aber auch so ein Problem, du kommst hier nirgendwo weiter. Und schon wieder hängen geblieben, schon wieder hängen geblieben. Oh mein Gott.
Alter Junge. Ich sollte einfach aufgeben. Wow, hier ist wieder das Ding. Also, das ist doch gerade einmal im Kreis gelaufen oder was? Okay, halt. Wir machen das jetzt wie Pfadfinder. Ich komme nicht mehr raus. So. Wolken gehen, wir müssen in die Richtung laufen. Die Wolken gehen von hinten nach vorne. Okay. Wir müssen also in die Richtung laufen, die sich die Wolken bewegen. Ach man, Junge. Boah, ich hoffe, ich will ja nicht weiter. Ach, leck mich doch, du kleine, durchgerammelte, bitte hier beliebiges, jugendfreundliches Wort einfügen. Also wenn wir in dem Let's Play jetzt hier noch unsere Let's Play Basis finden, hier unsere Let's Play Together Basis finden, Digga, dann bin ich aber hier nervlich durch. Dann bin ich hier aber einfach nur noch so eine Couch-Shot-Masse. So, hier hört der Wald wieder auf. Okay. Da hinten ist ein Feld. Wie ist denn ein Feld? Hat sich schon wieder jemand niedergelassen hier. Interessant, wächst doch was? Oh, da hinten ist. Das ist unser Haus! Yay! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Okidoki. Das tut gut. Das tut echt gut. Jutschen. Okay. Von hier aus müssen wir jetzt in die Richtung gehen und dann kommen wir instant auf unsere kleine Let's Play. Auf unserem Let's Play Neuanfang. Das war eine Aktion, ey. Das war eine Aktion. Aber wie gesagt, ich war mir eigentlich der Meinung, dass wir damals, als wir den Pilzblumen verlassen hatten, durch ein richtig fettes Bananenbiom gelaufen sind. Also, wo wirklich, wo man den Wald vor lauter Bananenbäumen nicht mehr gesehen hat. Und das waren ja alles nur so vereinzelte Bananenbäume. Wo sind unsere Kisten? Ich hoffe, mit dem geradeauslaufen jetzt hier geht das einigermaßen. Es ist jetzt zum Glück alles relativ Flachland, von daher ist es relativ übersichtlich. Ach, da! Übersichtlich, aber. Okay, gut. Dann. Da. So. Bam. Bam. Okidoki. Dankeschön. Okidoki, wir haben eine Locker Chest. Sehr schön. Dann klatschen wir da erstmal wieder alles rein. Easy. Wir haben. Ah, Himbeeren und Blaubeeren. Sehr schön. Haben wir auch Beeren. Ein bisschen Fleisch haben wir auch. So, ich setze mal hier unseren Homepoint. Danke dafür. Ich werde diese heute noch ein paar Mal sterben. Das weiß ich jetzt schon. Bei meiner chronischen Dummheit, die ich hier gerade an den Tag lege,
ist das quasi nur noch eine Frage von, ja, Stunden, Minuten, Sekunden. Hallo? Da. Oh, ich bin schon voll. Ach, mich. Panzerung 98%. Wir haben jetzt schon 2% verloren. Das ist echt traurig. So, da ist die Kiste. Jetzt nochmal, aber dieser bitte mit dem Set davor. Dankeschön. Meine Güte. So. Steine haben wir, Stöcker haben wir, da können wir uns das mal mit den Spitzhacken hier bauen. So. Nochmal ein Schwert, weil ich nicht weiß, ob wir an unsere alten Sachen jetzt direkt rankommen oder ob die Monster quasi schon direkt auf uns warten, was eher wahrscheinlich ist. Und dann gehen wir mal wieder Richtung Höhle, die war in die Richtung hier. Ich weiß noch nicht mehr, wo genau. Da. Oder auch nicht, doch da. Hier war der Eingang, genau. So, und jetzt müssen wir aber auch unbedingt darauf achten, dass wir den Eingang komplett benutzen. Weil der Grund, warum wir gestorben waren, war ja, weil wir hier quasi in die Höhle reingefallen sind. Ach ja, da sind sie schon alle. Da sind sie schon alle. Guckt mal hier. Mesa-Monster, dieser scheiß Magier und den Stein, das Eismonster hat man umgebracht bekommen. Guckt ihr euch an, ihren hässlichen, abgefuckten. Oh, er greift schon an. Nein, 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 nein. Uah. Oh mein Gott. Was? Er trifft mich durch den Stein durch? Willst du mich ficken? Oh mein Gott. Ah ja, komm mal her. Digga, wie kann er mich durch den Stein durchtreffen? Jetzt trab an, Mädel. Hallo. 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 Och Mann, ist aber nicht so Auflauf hier. Ich brauche einfach zum Abbauen der Steine zu lange. Nein. Och Gott, das hört nichts. Es funktioniert nicht. Das stirbt doch mal hier. Danke. Gott. Hä? Unsere Fackeln? Alle weg oder was? So, jetzt habe ich mal eine vernünftige Treppe. Fackel. Gott, Alter. So, hallo. Danke. Gott, wir haben es geschafft. Leider hat uns dieses Mesa-Monster Chemise getroppt. Das finde ich sehr bullshittisiert. Aber wenn es hier ein bisschen. Ach, leck mich doch. Der droppt auch nichts. Sind die hier alle geizig? Erst bringen die mich alle um und dann droppen sie sich mal, was wenn ich sie schaffe umzubringen. Sowas von hinterhältig. Ist doch nicht mal normal, ja.
Oh, das wieder war. Ah, fick dich doch. Lass ein bisschen ausleuchten. So. Jetzt sieht man wieder so mal was hier. I hate you. Wow, der erste, der mal was droppt und dann auch noch so einfach nur Steine hier. Digga, das ist doch, das Spiel hat was gegen mich. Okay, mir ist jetzt ja einigermaßen ausgeleuchtet an dem Punkt hier. Das heißt also hier direkt am Eingang spawnt schon mal nichts mehr. Das ist mir auch ganz lieb. Wie geht's noch weiter? Ah, nicht doch nicht. Okay, so, das heißt also, ich habe jetzt hier zumindest erstmal etwas Ruhe. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Wir machen jetzt mal Pause und dann gucke ich mal in die Richtung da weiter. Wir haben jetzt zumindest schon mal wieder einen ordentlichen Aufstieg, wobei der auch mehr schlecht als recht ist. Also der ist sowas von schlecht als recht. So, hier kommen wir hoch, genau. Okay. Ist auch noch alles dunkel. Gut, dann wie gesagt, ich würde mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn es dann heißt, Monster verkloppen. Schau mit V.